Ganz einfach. Wie er erstickt, weil da eine Oberfläche ist. Hätten sie sich aber auch eine neue Animation einfallen lassen sollen. Alles klar, also rein nochmal. Finde die 8 roten Münzen. Und bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, holen wir uns erstmal die da hinten. Schauen wir mal, wie viele Münzen es da gibt. Außerhalb haben wir wie viele gefunden? 80? Die nehmen wir aber noch mit. Da war nur ein extra Leben, okay. Dich lassen wir mal. So. Zwei Typen sind im Wasser nur. Aber wir müssen da jetzt eh nur einmal hoch. Oh. Oh, oh, oh. Ich hätte man nicht einfach hier hochgekonnt. Alter, nicht ernsthaft. Nee. Das wäre zu. Wäre ich jetzt zu frustriert, wenn das einfach geht. Wow. Oh, geht das echt nicht? Ich versuch's nochmal. Ach, wir verlieren hier gerade Leben und ich versuch's hier fröhlich rum. Naja, warum nicht? So, raus hier. Komm, boing. So, dich nehme ich. So, Panzer, du musst jetzt hier halten, um da hochzufahren. Okay. Drei, vier, fünf. Aber irgendwie gibt's hier sonst nichts. Keine Münzen oder so. Ja, okay, dann holen wir uns noch die. 6, 7 und da ist die 8. Das ging schnell. Okay, dann brauchen wir jetzt die anderen. Aber gibt es hier überhaupt so viele? Kann man Schneemänner echt nicht töten? Nee. Okay, daher, dass wir jetzt gestorben sind, nehmen wir uns einfach den Stern und hauen ab. Alles klar, ich bin mal echt auf die letzte Mission gespannt. Puh, wie hieß die Welt nochmal? Frostbeulen. Ah, ich bin gar nicht drin. Schau im Iglu nach. Frostbeulen. Frust. Iglu. Laftego. Alles klar. Das Iglu ist unter der Eisbrücke mit dem Pinguin. Unter der Eisbrücke mit dem Pinguin? Okay. Ja, ganz kurz nochmal gleich nachgeschaut, dass ich jetzt hier nicht ewig drin hocken muss. Habe ich gleich am Anfang mal nachgeschaut. Unter der Brücke mit dem Pinguin, habt ihr mal ja gerade gehört. Soll das Ding sein? So, hoch. Alles klar. Puh. Wo ist die Brücke mit dem Pinguin? Die ist hier oben. Ich muss das Iglu ja. Ist das Iglu dann? Oh, verdammt. Ich guck mich mal um. Ja, hier wird es schlecht sein. Vielleicht ist es auf dem Berg, aber noch unter dem Pinguin. So kann ich es mir gerade vorstellen. Oh mein Gott, Gefrierbrand. Wahrscheinlich, wenn es im Iglu ein paar Münzen gibt, dann wissen wir, wo wir die restlichen herbekommen. Ich wüsste nämlich sonst nicht, wo wir hier noch knapp 40 Münzen herbekommen sollen. Wow. So, wieder raus da und zapp. So, und hoch da. So, okay. Da einmal nach oben. So, da ist die Brücke mit dem Pinguin. Das Iglu soll da drunter sein. Da unten. Ich versuche mal ganz kurz noch mit dem Ding hier mitzugehen. Okay, das war nichts. Ja, okay, da muss es ja irgendwie auf dem Boden sein. Ich guck mich nochmal um. Da kommst du am besten mit dem Cooper-Panzer hin. Ja, das hätte ich mir vielleicht davor durchlesen sollen. Okay. Cooper-Panzer war... Oh,
Habe ich gar nicht gesehen, ich habe schon woanders hingeschaut. Alles klar, da rote Münzen. Cooper-Panzer da oben. Da haben wir denn überhaupt noch einen von den Typen übrig? Wir haben noch alle beide, ach so. Boing! Ah! Nicht geschafft. Nein. Okay, einen haben wir ja noch. Na komm ran hier. Sieht er uns überhaupt? Er sieht uns doch gar nicht. Da muss man einfach mit einem Weitsprung genau auf ihn drauf landen. Hm? Hätte ja klappen können. Oh, jetzt bin ich tot. Wegen dem Typen. Okay, ich weiß jetzt genau, was ist. Ich habe gerade nachgeschaut. Hab mir das hier ein bisschen durchgelesen, deswegen war ich kurz ein bisschen leiser. So. Und jetzt passt mal auf. Okay, Panzer holen müssen wir nach wie vor, aber das wird jetzt ein bisschen easy. Hoffe ich zumindest. So, das hier ist ja gefroren, das ist gut so. Zack. Au. So, meine Freunde. Boing. Jawohl. Okay, dann passt mal auf. Panzer holen. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, ein bisschen rumsurfen. Schritt Nummer 3. Zum Iglu. Nämlich müssen wir hier hoch. Und tatsächlich ist hier ein Iglu. Oh, ist das klein. Kommt Mario denn da überhaupt rein? Setz dich gerannt. Muss ich da kriechen? Okay. Boah, das backt hier gerade ein bisschen rum. Komm ich da so rein? Ah? Tatsache. Und auf einmal ist es voll groß hier im Iglu. Münzen? Ah, schaut mal, hier gibt es Münzen. Da hinten sind ziemlich viele. Au! Ich kill hier mal alles, nur um zu wissen, wie viele Münzen wir hier bekommen. Denn dann wissen wir, mit wie vielen wir hier reinkommen müssen, und um die 100 Münzen gleich dann zu holen. So, da oben ist der Stern, das habe ich gesehen. Dachte, jetzt wird hier voll das kleine Igel und jetzt ist das voll das Riesenteil. Ach, schaut mal, wer hier übrigens ist. Unser kleiner Bombenfreischalter. Wie lange habe ich ihn gesucht? Komme ich da durch? Ja, jawohl. Dann machen wir die Kanonen frei. Weg, 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 weg. Ja, der hat ja gar nichts gemacht. Okay, hier hoffentlich Münzen. Nee, nur ein Leben. So, da hinten muss man raus, genau. Muss doch ziemlich kalt hier sein. Es müsste so eine kleine Anzeige geben, wie lange Mario hier überleben kann. Das wäre vielleicht cool. Oder vielleicht wäre es auch nur schwerer dann. Gumbas hat man auch schon ewig nicht mehr. Okay, das hier scheinen mir ja viele zu sein. Die sind doch jetzt bestimmt irgendwie verarscht. Die kriegt man gar nicht, oder? Ah, Mann. Vielleicht kriegt man die mit dem blauen Teil. Ich hoffe zumindest. So, wir gehen einfach mal darüber. Stimmt das? Jawohl. So, hier, damit können wir doch bestimmt durch Eis gehen. Na komm, bitte. Jawohl. Gut, dann nehmen wir uns alle mit. Naja, da kriegen wir Münzen. So muss das sein. Okay, dann nehmen wir uns noch das Ding hier mit. Noch mehr. Okay, was haben wir hier hinten noch? Schnell irgendwie. Oh. Ich denke, wir sind gut schon beim Stern. Oder? Bin ich hier komplett falsch? Kann natürlich auch sein. Ich laufe hier einfach mal an den Wänden lang. Ah, wie komme ich da jetzt hin? Geht es nur mit der blauen Kappe? Ja, dann muss die aber wieder da sein. Jawohl, okay, dann wissen wir ja, wie es geht. 46. Das ist eigentlich, müsste das reichen. Da müsste man 54 draußen finden. Ich glaube, das klingt plausibel. Yeah, Stern Nummer 87. Here we go.
Alles klar, dann machen wir jetzt die 100 Münzen. Nicht besonders spannend, aber mein Gott, man muss es hier machen. Bestleistung.